Im Wald, wir wanderten seit Tagen, da hatte jeder von uns bald ein Riesenloch im Magen. So bauten wir uns ausgeäst zwei Pfeile und ein Bogen, schritten dann zur Tat. Wir wollen nun ein Wildschwein jagen. Es raschelte alsbald im Laufe Grunz und Gekeil. Der Fuchs spannte den Bogen, traf genau das Hinterteil. Ein Pfaffenstiel, oh Schreck, oh Graus! Und Wolle schmerzlich glühte. Darunter lag ein Mägdelein, das ihn so grad beglückte. Da steckte nun der Pfeil im Hinterteil vom Pfaffen. Er fluchte laut und schrie: Euch soll der Blitz beim Scheißen treffen! Wir grüßen nochmal Pfeil, sind auch gleich davon gerannt. Da haben wir doch wieder mal den Bogen überspannt. Grüß Gott, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir sind auf Mittelaltermarkt in Pullendorf. Das ist mal was ganz, ganz Besonderes und mal was anderes wie immer nur Biker Days. Da werden handwerkliche Künste aus alter Zeit her gezeigt. Und jetzt sind wir hier beim Uli Brünner, glaube ich, gell, haben wir gesagt. Herr Brünner, zeigen Sie uns mal ein bisschen was über das Glasblasen. Und da können Sie vielleicht ein bisschen was erklären. Ja, also ich blase hier Glas. Ich mache so kleine Wäschen aus Hartglas oder Borosilikatglas. Und das ist jetzt gerade die Vorbereitung dafür. Ah, das habe ich aber jetzt schon gesehen. Da muss man schon ein feines Fingerle haben, glaube ich, dazu. Ja, man muss halt ruhig arbeiten. Man darf sich nicht zu sehr ablenken lassen. Und ich mache jetzt solche Wäschen, die hier schon ein paar stehen. Die werden dann mit Wasser gefüllt, dann kann man von oben eine kleine Blume reinschieben. Ah, die sind ja toll, das ist ja klasse. Die Möglichkeit, die man halt hier also in kurzen Zeitraum machen kann, damit die Leute sehen, wie es gemacht wird. Und wenn sie Lust haben, wenn sie sowas mitmachen. Also wenn ich sowas angucke als Holzfachmann, dann muss ich mir sagen, das muss brutal schwierig sein, so etwas zu machen. Also wenn man es kann, ist es immer nicht schwierig. Ja, ist okay. Das ist wie überall. Ja, genau. Also ich mache jetzt erst einmal hier die Einschnürung in der Mitte. Das ist im Prinzip die Stelle, die auch bei einem Weinglas mit einem längeren Stiel, bloß dass ich den Stiel nicht ausziehe, sondern bloß die Einschnürung mache. Da kommt unten der Fußteller hin und oben drüber kommt dann das eigentliche Wäschen. Wie heiß muss das Glas etwa werden, bis das so schmilzt? Das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber das muss so heiß sein, damit es sich von alleine zusammenzieht und die Form bekommt, die ich haben will. Das ist einfach eine Gefühlssache, aber das liegt so schätzungsweise zwischen 800 und 1000 Grad. Okay, also der Schmied hat noch ein bisschen heißer gebrannt. Kommt immer darauf an, mit welchem Material man zu tun hat. Also Glas hat ja auch verschiedene Grade von Flüssigkeiten und wenn ich es auf 1000 Grad erhitze, dann ist es so dünnflüssig, dass es mir anfängt wegzutropfen und das will ich ja nicht. Insofern bleibe ich drunter. Aber Sie haben jetzt schon im Kopf, was das werden soll. Ja, ja, das war jetzt der Fußteller hier, den ich gerade heiß mache. Den blase ich jetzt ein bisschen auf. Ja, darum heißt es Glas blasen. Es ist ja erstaunlich, hier zu uns nach Deutschland ist das Glas mit den Römern gekommen letztendlich, aus der Geschichte heraus. Ja, im Prinzip schon, ja. Also die Römer, die haben ihre besten Glasmanufakturen in Köln gehabt. Genau, genau. Ja, genau. Da sind ja auch die sogenannten Diadrettgläser entstanden, die heute immer noch Rätsel aufgeben, wie man die damals hat machen können. Da haben viele dran versucht, aber es ist ein schwieriges Unterfangen, sowas genau nachzumachen. Gut, und da habe ich neulich einen Film gesehen über Murano-Glas aus Italien. Ja, Murano-Glas. Murano-Glas, das ist ja auch eine interessante Geschichte. Wenn man das von der Geschichte her sieht, hat man die praktisch auf die Insel verbannt, die Profis, damit die ja niemanden verraten, wie man sowas macht. Ah, jetzt nimmt das Form an und Gestalt an. Die venezianischen Glasbläser, die waren ja anfangs in Venedig und dann haben die Brände ausgelöst und da haben die Dogen Angst gehabt, dass genau die Stadt noch vollends abbrennt und deswegen hat man die dann rüber auf die Nachbarinsel, auf Murano
verfrachtet, wo dann die ganzen Glashütten entstanden sind. Also das ist jetzt hier der Vasenkelch sozusagen, und was ich jetzt heiß mache, das wird der Hals. Mhm. Das kann man richtig schön sehen, wie sich das jetzt verformt. Klasse, Mensch, das ist also toll. Jetzt mache ich oben diese Halterung. Begeisternde Handwerkskunst. Diese Schlinge sozusagen. Ich mache erst den Fuß fertig. Kommando zurück. So ziehen wir durchs ganze Land, la 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 la, mit Bier und Laute in der Hand, la 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 la, der Spaß ist unser Lebenslang, la 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 la, die Füchse. Im Spiel meins gewann, la la la, so ziehen wir durchs ganze Land, la 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 la. Und die Glasstäbe, die kaufen Sie serienmäßig? Ja, das sind Glasröhren, die ich habe, die sind so 1,50 Meter lang. Ja. Und die kaufen natürlich, das ist so Halbzeug. Und das Glas selber, ist das ein Kristallglas oder was haben wir da? Ist das ein Flotglas oder? Das ist sogenanntes Uranglas, so Hartglas, was sehr unempfindlich ist gegenüber Hitzeschwankungen. Und mit dem Glas kann man halt hier auf dem Markt auf die Schnelle sozusagen gut arbeiten. Gut arbeiten und was zeigen. Ja, das ist begeisternd. Das ist einfach nur begeisternd. Die Vielfalt von Glas. Das ist ja der Hammer. Machen Sie das nur auf dem Auto hier? Ja. Haben Sie mit der Mittelaltergeschichte etwas zu tun? Naja, halt seit vielen, vielen Jahren Glasblasen auf Mittelaltermärkten. Aha, okay. Mhm. Das ist die Zeckenzange. So, und jetzt mache ich die Schlinge oben hin. Jawohl. Und da gibt es letztendlich ja nicht irgendwo Beschreibungen, wie man sowas machen kann. Das ist ja reines Gefühlsgeschichte. Ja, also sagen wir mal, so Literatur über die Art und Weise hier zu arbeiten gibt es eigentlich herzlich wenig. Sowas kann man halt auf Fachschulen lernen. Ja. Toll, Mensch, klasse. Und dann brauchen wir sehr viel Gefühl, das habe ich jetzt schon gesehen. Also über das Glasperlen machen gibt es ja jede Menge. Ja, es wird aber auch einfacher sein. Bitte? Es wird auch einfacher sein. Ja. Toll. Einfach nur begeistert. Das ist Joch für das Häschen rein. La 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 la, so ziehen wir das ganze Land. La 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 la, mit Bier und Laute in der Hand. La 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 la, der Spaß ist unser Lebenslang. La 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 la, die Füchse. Füchse im Spielmannsgewand. Da wundert man sich ja immer, wie die Schiffe in die Gläser kommen. Macht man da auch Löcher rein und schiebt die rein? Genau. Was? Die Schiffe im Norden oben, die Glasschiffe in die Glasfässer drinnen. Schiffe, ja. Aber die werden ja auch ganz aufwendig reingemacht. Naja, die werden so faltbar. Genau. Und dann mit den linken Masten. Genau. In die Flasche, genau. Klasse. Nimmt man ja normale handelsübliche Flaschen für. Klasse. Und jetzt muss das Ganze abkühlen. Kühlt es noch kurz ab. Und dann hätten wir eine schöne. Dann ist das Häschen fertig. Dann haben wir da was Tolles gemacht. Herr Glasbläser,
ich sage Ihnen vielen, vielen Dank für diese Ausführung. War ganz toll. Ich glaube, die Handwerker vom Baufachforum werden Ihnen dankbar sein. Ja. So, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, das ist nochmal der Abschied jetzt nochmal, das heißt vom Glasbläser. Wir werden jetzt nachher zur Musik rübergehen und ihr werdet noch einige sehen hier vom Altertum, vom üblichen Markt. Ich verbleibe mal euer Bauschadensanalytiker Wilfried Berg. Ein Minnesänger ist ein gut aussehender junger, adliger Mann, der auf Knien vor einer hübschen Frau dahinrobbt und ihr salbungsvolle Worte entgegenschmeißt. Sehen wir so aus? Nein, Entschuldigung. Im Wald, wir wanderten seit Tagen, da hatte jeder von uns bald ein Riesenloch im Magen. So bauten wir uns ausgeäst zwei Pfeile und ein Bogen, schritten dann zur Tat. Wir wollen nun ein Wildschwein jagen. Es raschelte alsbald im Laufe Grunze und Gekeil. Der Fuchs spannte den Bogen, traf genau das Hinterteil. Ein Pfaffenstiel, oh Schreck, oh Graus! Und Wolle schmerzlich blühte. Darunter lag ein Mägdelein, das ihn wohl grad beglückte. Da steckte nun der Pfeil im Hinterteil vom Pfaffen. Er fluchte laut und schrie, euch soll der Blitz beim Scheißen treffen! Wir grüßen weit mal Seil, sind auch gleich davon gerannt. Da haben wir doch wieder mal den Bogen überspannt. La 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 la, so ziehen wir das ganze Land. La 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 la, mit Bier und Laute in der Hand. La 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 la, der Spaß unser Lebenslang. La 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 la, die Füchse, Füchse im Spielmannsgewand. Mal war uns vor lauter Durst die Kehle trocken. Kein Taler mehr, drum sind wir nachts ins Schankhaus eingebrochen. Dort fanden wir den Keller voll mit fast 2 Metern Bier, füllten unsere Leiber mit dem Lebenselixier. Doch hörten wir Gepolter aus der oberen Etage. Die Tür sprang auf, der Schankwirt war ganz fürchterlich in Rage. Wir packten ihn und stopften ihn in eines dieser Fässer, nagelten den Deckel drauf und leerten aus die Becher. Da hockte nun der Wirt im Fassbein bis zum Haxen. Er fluchte laut und schrie, euch soll die Pest am Arsch wachsen. Zum guten Schluss ist Finn noch mit der Schankmaid durchgebrannt. Da haben wir doch wieder mal den Bogen überspannt. La 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 la, so ziehen wir durchs ganze Land. La 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 la, mit Bier und Laute in der Hand. La 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 la, der Spaß ist unser Lebenslang. La 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 la, die Füchse, Füchse im Spiel meins gewann. Und wir waren da, wollten wir uns Wege Zoll ersparen. Also finde was er will und mit dem nächsten Schiff einfahren. Wir suchen auch, suchen wir uns erstmal Bier und Proviant. Und das, was wir da fanden, brachte uns um den Verstand. Kiste voller Perlenketten, Gold und Edelstein. Wir fingen an zu träumen, wie es denn wäre, reich zu sein. Doch wurden wir vom Kapitän aus unserem Traum gerissen. Und Kilian hat vor Schreck noch eine Laterne umgeschmissen. Da stand nun dieses Schiff in meterhohen Flammen. Der Kapitän schrie laut, euch soll der blanke Hans entmannen! Zum guten Schluss, wir sprangen über Bord, schwammen ohne Gold an Land. Da haben wir doch wieder mal den Bogen überspannt. La 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 la, so ziehen wir das ganze Land. La 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 la, mit Bier und Laute in der Hand. La 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 la, der Spaß unser Lebensdrang. La 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 la, die Füchse, Füchse im Spielmannsgewand.